Töpfe klappern, Pferde traben, springen übern Teig, graben über Mehl und über Wein. Wer kann das bloß sein? Das sind Granddaddy und Silent mit Blackout und Truman. Sie jagen im Wind, sie backen geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Hi, ich bin Silent. Und ich bin Granddaddy. Und heute machen wir Backen. Backen. Dafür brauchen wir ein paar einfach Zucker, Eier, Mehl. Oregano? Keine Ahnung. Backpulver? Margarine. Haselnuss. Gemahlen. Einhornstreusel. Keine Ahnung. Milch. Zitrone. Mehl. Paradiescreme. Bibis. Puderzucker. Cayennepfeffer. Noch eine Zitrone. Noch eine Zitrone. Guten Tag. Heute wollen wir Plätzchen backen. Wir werden mal damit anfangen, dass wir Mehl nehmen. Dinkelmehl. Dann nehmen wir doch das normale Mehl. Das wird schon gehen. Tschüss. Komm, bleib da, ich schaff das schon. Silent. Nee, jetzt ist vorbei. Wird schon reichen. Dann brauchen wir Margarine. Willst du die rein tun? Nee, mach du. Mach das mit dem Löffel. Ist das überhaupt schon genug? Nee. Reicht das? Auf keinen Fall. Bist du sicher? Ziemlich. Jungs, wollt ihr nicht vielleicht noch was anderes reintun, außer Margarine? Stimmt, Kraft. Natürlich für den Geschmack. Ja, okay. Hey, ja und? So, ich würde mich jetzt gerne hinter. Schau mal, Granddaddy, was ich gefunden habe. Oh, das ist ja perfekt für die Eier. Das sieht da richtig gut aus, Granddaddy. Ja, ich weiß, ich bin ein Profi. Nein, bist du nicht. Doch, da vorne. Wusstest du, dass ich mit der Schuhwelt gelernt habe? Nein. So, was ist als nächstes? Wie wär's mit ein bisschen Zitrone? Eine gute Idee. Dann schütt mal rein. Wie viel Zitrone denn? Ich sag Stopp. Ich glaube, das ist genug Zitrone. Ich würde noch ein bisschen Zitronenschalen reintun. Schalen? Schalen. Ich hätte Bock auf Einhörner. Die kommen ganz am Schluss. Das ist das Wichtigste. Noch nicht genug Zitrone. Vielleicht doch noch ein bisschen hiervon. Das reicht. Sicher? Ja. Ich werde hiervon komplett etwas reintun. Gut, ich denke, das ist genug Zitrone. Das ist doch noch viel zu fest, oder? Du hast recht. Wir sollten noch etwas Flüssigkeit hinzufügen. Wir haben hier Milch und Hafermilch. Wie wär's denn mit Hafermilch? Weil wir haben ja noch nichts Gesundes da drin. Ja gut, dann schütt rein. Ich sag wieder Stopp. Ich
Ich glaube, das könnte reichen. Nein, jetzt reicht's. Gut. Lass den Cayenne-Pfeffer benutzen, oder? Der erinnert mich an irgendwas. An so eine Werbung. Porsche Cayenne S! Ah. Komm in die Gruppe! Ah. Kommst du denn auch in die Gruppe? Natürlich, ich bin perfekt. Schon in der Gruppe. Ich glaube, das reicht. Ein bisschen Oregano wäre auch noch gut. Soll es nach Pizza schmecken? Natürlich. Ja, perfekt. Und? Ist ja viel zu wenig und? Kräuterbutter noch drin, oder? Eine Prise Haselnusskraft. Aber nur eine Prise. Also ein bisschen. Das schmeckt sehr stark. Ja, das war jetzt schon eine Prise. Eine Prise geht so. Okay. Vielleicht noch eine Prise? Nein, vielleicht noch ein paar Einhörner. Die kommen am Schluss. Lass die Einhörner. Wir brauchen erstmal Backtriebmittel. Ein Einhorn? Okay, ein Einhorn darfst du jetzt. Okay, Backtriebmittel. Was nehmen wir doch das hier. Ich kann es nicht aussprechen. Product Placement. Don't give a shit. Wollen wir noch etwas Trockenhefe, Vanillinzucker und Natron reintun? Ja, natürlich. Gut, dann fangen wir doch einfach an. Welcher Arsch macht diese Verpackung? Das war unsere Hefe. Nein, das war irgendwas anderes. Nein, das war unsere Hefe. Wow! Ich glaube, das dürfte genügen. Bist du da sicher? Ja. Okay. Hey Jungs, guck mal, ich habe hier den Messbecher gefunden für Zucker. Ah, Zucker! Wir haben einen Messbecher. Wozu? Zum Messen. Er misst schon. Bist du etwa uncool? Ja, ich hab voll Bock auf Paradies gehen. Meinst du, das reicht? Ja, zutappen. Super. Darf ich jetzt einen Einhorn reinmachen? Die kommen auf die Glasur. Oh. Ja. Was kommt eigentlich noch alles in unseren Kuchen? Kuchen, wir machen Plätzchen. Wie Plätzchen? Ja, Plätzchen. Aber wir haben doch Backtriebmittel drin. Ja, und? So, das kommt nicht in Plätzchen. Das wären extra große Plätzchen. Ja. Also dann rühr mal. Ich glaube, das wird nichts. Du hast viel zu viel Margarine benutzt. Ja, aber die Kräuterbutter gleicht das aus. Ach so. Deswegen, ja. Und wegen des Geschmacks natürlich. Ja, das klingt logisch. Aber ich glaube, mit einem Rührgerät wäre das besser. Was für ein Rührgerät? So ein elektrisches Gerät, das wurde erfunden. Besitzen wir so etwas überhaupt? Ich weiß nicht. Team, haben wir so etwas? Wir haben... Thailand. Unsere Maschine. Danke. So, Jungs, sorry, ich musste mal kurz... hey, ist ja ganz schön weggekommen mittlerweile. Ja, der ist ein Meisterrührer. Ja, ich bin perfekt da drin. Ich denke, wir könnten mal probieren. Ja, dafür für dich. Wow, danke schön. Genial. So einen leckeren Teig habe ich noch nie gegessen. Besonders die Kräuterbutter ist genial. Die sticht so raus. Ist perfekt. Ja. Und jetzt werden wir den Teig ausrollen. Warte. Wollt ihr eigentlich etwas mehr? Nein. Und jetzt der beste Teil. Jetzt stechen wir aus. Wir haben leider keine super schönen Formen. Ich hätte eigentlich lieber Einhörner gehabt, aber scheinbar haben wir nur Sterne, Dinge, was auch immer das hier ist, und Herzen. Aber natürlich sind meine Zuschauer in meinem Herzen. Das wären die besten Plätzchen auf der Welt. Ich sehe schon, sehr viel Leidenschaft. Ich weiß.
fast fertig. Jetzt nur noch in den Ofen. Oh yeah. Gut, die Plätzchen sind fertig und wir haben uns jetzt unsere Mitstreiter und Freunde Drewman und Blackout geholt, um Plätzchen zu probieren, weil es nichts ausmacht, wenn sie sterben. Also sie werden erstmal ohne Guss probieren, weil wir das einfach mal sehen wollen, wie sie dann schmecken. Hello darkness, my old friend. Also nehmt euch welche. Egal welche natürlich. Ich nehme jetzt ein dickes, großes, damit volles Aroma. Ich weiß, du stehst auf dicken Dingern. Ich glaube, die sind noch nicht ganz durch, aber... Was ist denn? Ach, egal. Ich möchte die Brot. Also... Wollt ihr nicht Plätzchen backen? Natürlich habe ich Plätzchen gebacken. Und jetzt mittendrin noch irgendwie Nudeln backen, ist doch alles scheiße. Jetzt machen wir noch den Guss drauf und dann sind sie perfekt. So. Und richtige Plätzchen sind das natürlich nur mit Zuckerguss. Und glücklicherweise haben wir da schon mal etwas vorbereitet. Aber da fehlt noch der Pfiff. Ja, dann schütt halt deine Einhörner rein. Mach doch den Deckel runter. Nein. Ich glaube, das reicht. Mach drauf. Sicher? Mach drauf. Perfekt. Da fehlen noch Einhörner. Geh weg. Unsere Plätzchen. Backen. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah.